Die meisten Menschen benutzen Markennamen statt den traditionellen normalen Namen. Und wir werden jetzt gucken, wie ich abschneiden werde. Also, Labello oder Pflegelippenstift? Es heißt Pflegelippenstift. Gillette oder Nassrasierer? Gillette. Nutella oder Nuss-Nougat-Creme? Nutella. Wenn Nuss-Nougat-Creme sagt, der kann mit mir den Kontakt abbrechen. Tempo oder Taschentuch? Taschentuch. Aspirin oder Schmerztabletten? Benutze ich eigentlich beides, aber ich würde sagen Schmerztabletten. Pampers oder Windeln? Windeln. Also die Mütter, die ich bis jetzt kennengelernt habe, haben immer Pampers gesagt, aber ich nenne es Windeln. Zewa oder Küchenrolle? Küchenrolle. Tippex oder Korrekturstift? Tippex, eindeutig. Grüße gehen raus an meine Lehrer. Edding oder Ach, scheiß drauf. Irgendein Marker. Auf jeden Fall heißt es bei mir Edding.